Wir hatten einen Song, der hieß Ray is Gay. Das war ein Song über einen Jungen, der gay war. Und das war, glaube ich, der Song, den wirklich alle Leute kannten. Wenn die Leute nicht wussten, wer Apple Pie ist, aber sie wussten, dass es einen Song gibt, der Ray is Gay heißt. Okay, in dem nächsten Song. Jeder, der Apple Pie kennt, kennt auch diesen Jungen. Der Typ, um den es den Song geht, der heißt Ray. Ray ist nämlich gay, deswegen heißt der Song so, Ray is gay. Und wir haben wirklich alle mal mitgekrölt, alle mitgesungen und mitgemacht. Und zwar definitiv ein Song, den wir immer live gespielt haben. Und den wir auch immer live spielen mussten, weil das die Leute geschrien haben. Ray is gay, ja. Die Leute wollten Ray is gay, die haben Ray is gay geschrien, die wollten die Songs, die waren alle begeistert, da war eine Riesenstimmung. Ray is gay! Ray is gay! Ray is gay! Ray is gay! Yeah! Ray is gay! Ray! Ray is gay! Ray! 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 It's gay! It's gay! It's gay! Die haben die live bei den Konzerten schon natürlich alle mitgesungen. Und es war Wahnsinn. Also das war echt cool. Also einer der besten Apple Pie Songs, die je geschrieben wurden. Ja. Ja! Willkommen in der Gay Zone. Fuck you! Ey, ihr müsst jetzt nur auf 0190 12-10-12-10 anwählen. 12-10-12-10? Ja, dann seid ihr in der Gay Zone bei Ray. Da nehmt euch ziemlich hart ran. Und zwar in die Ass. Action! Für Ray. Und nur für Ray. Wir holen uns unsere Belohnung nachher bei dir ab. Hey, weil Ray hat nur einen Freund, das ist nämlich sein Finger.